Hallo zusammen, heute geht es um Spannung messen und zwar Spannung messen mit der Kühlbox. Komme ich später dazu. Und zwar das Hauptproblem, was wir haben, ist in der 12 Volt Installation. Wie kann ich die Spannung messen oder wie ist die Spannung überhaupt von diesem 12 Volt? Und wenn ich jetzt hier habe ich eine Aerolampe, wenn die einmal blinkt, dann habt ihr zu wenig Spannung. Man kann logischerweise auch den Unterspannungsschutz hier über die Taste runtersetzen, dann läuft sie vielleicht besser. Aber wenn ich dann zu wenig Spannung habe, schaltet diese Kühlbox aus. Auch die ganze Familie, alle Kühlboxen, Heukompressor-Kühlboxen schalten aus, weil sie einen Unterspannungsschutz besitzen. Wie ist eure Spannung? Dann sagen die Leute mir, ja, ich habe 12 Volt. Ja, und wieso haben Sie 12 Volt? Ja, ich habe immer 12 Volt. Ja, immer kann nicht sein. Motor läuft, dann habe ich auch 12 Volt. Und wenn die Batterie leer ist, ja, habe ich auch 12 Volt, weil 12 Volt steht ja auf der Batterie. Gut, okay. Ich möchte gern wissen, wie viel Spannung habt ihr an der Batterie? Ich möchte wissen, wie viel Spannung habt ihr hier an der Kühlbox? Ja, ich habe genügend. Das hat ein Elektriker installiert, das ist ein Fachmann, der das installiert hat. Okay, Punkt. Ihr habt einen Voltmeter, sowas wie das hier. Das hat jetzt 11,6 Volt. Ja, nein, habe ich nicht. Ich weiß nicht, wie man das einstellt und so weiter. Aber ich habe 12 Volt auf der Batterie. Ja. Lassen Sie mal den Motor laufen. Habe ich immer noch 12 Volt. Gut. Ich zeige euch jetzt, wie man mit der Kühlbox die Spannung messen kann. Wir gehen hier in die Nähe. Also meine Installation, ich habe hier einen Voltmeter. 11,6 Volt steht hier drauf. Ich habe hier ein Netzgerät, was ich mit dem Schraubenzieher ein bisschen regeln kann. Und wir sehen dann, was hier geht. Ich klebe das Netzgerät hier hoch und ich baue ein bisschen um. Ihr seht jetzt, ich hoffe, man kann es sehen, die Spannung bei diesem Voltmeter. Und wenn ich hier dran an diesem Netzgerät ein bisschen drehe, dann habe ich dann 14 Volt. 14,5 Volt, dann sollte auch die Kühlbox dann wieder laufen, geht aber 60 Sekunden und jetzt gehe ich hier wieder runter auf diese Spannung von 11,6 Volt, mehr gibt das Messgerät nicht her. Aber jetzt habe ich bei dieser Kühlbox zwei Tasten, die drücke ich, dann erscheint hier 50. Ich drücke nochmals und drücke nochmals, da habe ich 11,55 Volt. Ich gehe mit der Spannung hoch auf 14,6 Volt. Ich drücke hier nochmals miteinander. Dann erscheint 50, ich drücke hier zweimal und dann habe ich 14,46 Volt gemäß der Anzeige hier innen drin. Und dann frage ich euch, was habt ihr für einen Spannungsabfall? Das heißt, die Box läuft jetzt, ihr seht hier oben rein, ich stelle die hier auf minus 6 Grad, ich stelle die jetzt um auf plus 10 Grad. Die Kühlbox schaltet theoretisch aus. Die ist auf bereit. Und wenn ich jetzt wieder hier die Tasten miteinander drücke, hier zweimal, da habe ich 14,46 Volt. Das heißt, also irgendwo ist ein Ladegerät dran, Lithium-Ladegerät oder der Motor läuft. Wenn ich jetzt hier wieder die Kühlbox einstelle auf minus 10 Grad oder minus 9 Grad, ich ändere nichts an der Stromversorgung, der Kompressor startet und ich messe hier wieder
zweimal hier drücken, dann habe ich 13,8 Volt. Das heißt, von 14,6 Volt runtergemessen auf 13,8 Volt, das sind dann um die 0,7 Volt Spannungsabfall. Und ihr seht hier meine billige, dünne Elektroinstallation. Das ist klar, dass ich hier zu wenig habe. Jetzt haben wir beispielsweise, jetzt ging das Licht aus. Mal schauen, ob man es hier mehr sieht. Ich gehe mit der Spannung hier runter auf nicht 14 Volt, sondern wir haben jetzt halt nur noch 12 Volt. Wenn ich die Spannung jetzt hier wieder messe, zweimal drauf drücken, zweimal hier drücken, dann habe ich 11,4 Volt. Das heißt, ich habe 0,6 Volt Spannungsabfall hier über diese dünne Zuleitung. Jetzt habe ich hier den Unterspannungsschutz eben tiefer gestellt. Wir haben hier eine Spannung von 12 Volt. Wenn ich die Box hier wieder einstelle, das war Celsius, Low Unterspannungsschutz auf plus 10 Grad, dann sollte die Box ausgehen. Ich messe hier, zweimal hier drücken, kommt 5. Das war zu langsam. Ich drücke hier, bis hier 50 kommt, zweimal hier drücken. Und da habe ich 12,1 Volt, 12,17 Volt, irgendwas stimmt nicht ganz. Schalte ich aber die Box wieder ein, die stelle ich wieder runter auf minus 5 Grad, 6 Grad, dann müsste sie wieder anfangen zu laufen. Und dann, ohne dass ich was ändere an der Stromversorgung, wieder hier zweimal drücken, oder miteinander drücken, hier drücken, zweimal drücken, dann habe ich 11,32 Volt. Das heißt, ich habe hier wieder diesen Spannungsabfall von sage und schreibe 0,6, 0,7 Volt. Ja, so kann man den Spannungsabfall messen oder die Spannung messen, ohne dass ich irgendwas brauche an Voltmeter und so weiter. Ja, der Spannungsabfall sollte nicht größer sein als ein halbes Volt. Also hier mit 0,6 Volt bin ich schon knapp am Limit. Aber ihr seht ja auch hier, ich habe da 1 Quadratdrähte verbaut. So Telefondrähte, und von dem her nimmt dicke Kabel und misst diesen Spannungsabfall. Ich mache euch hier ein Video über eine Installation von einem Fachmann. Wir lassen das Fach mal weg und der Mann war's. Schaut euch das an und lacht nicht darüber. Und ich wünsche euch natürlich einen schönen Tag.